Hast du auch einen Kink und schon mal drüber nachgedacht, dir ein eigenes Spielzimmer einzurichten? In dieser Videoreihe präsentiere ich euch Ideen und Tipps für die Planung eures ganz privaten Kinky-Themenzimmers. Thema heute: das Klinikzimmer. Doktorspiele sind für viele ein spannendes und abwechslungsreiches Thema. Warum also nicht den passenden Raum dafür haben? Wichtig ist hier die sterile Atmosphäre, die die meisten mit so einem Raum verbinden. Um diese Atmosphäre herzustellen, eignen sich glatte und leicht sauber zu haltende Oberflächen, also zum Beispiel Fliesen. Bei der Wahl der Möbel kann man ganz klassisch auf mit medizinischem Kunstleder bespannte Stühle oder Liegen setzen und möglichst kaltes und klares Licht bei der Beleuchtung verwenden. Als Accessoires und Dekoelemente eignen sich Holzspatel und Arztkittel, anatomisch detailgetreue Abbildungen vom menschlichen Körper, die man an die Wand hängen kann, und vielleicht sogar ein PC oder Monitor auf dem Schreibtisch. Eine alternative oder auch zweite Spielmöglichkeit für den Raum kann die Darstellung einer Massagepraxis sein. Hier sollte man allerdings auf eine entsprechende Kopfstütze bei der Liege achten und sich überlegen, ob man als Grundton im Raum auf eine sanfte Farbe wie Beige oder ein freundliches Lindgrün setzt. Wenn ihr euch einen Günststuhl anschaffen wollt, solltet ihr beachten, dass ihr mehr Platz brauchen werdet, da diese Stühle nicht nur in der Länge, sondern auch für die Beinablagen links und rechts mehr Platz benötigen. Genauer gehe ich darauf auch auf meinem YouTube-Kanal ein. Den Link dazu findet ihr in meiner Bio. Ich hoffe, ihr konntet aus diesen Tipps etwas für euch mitnehmen. Hast du auch einen Klinik-Kink oder planst du dein eigenes Spielzimmer und hast Fragen dazu? Schreibt mir gern eure Fragen und eure Must-Haves für ein Klinikzimmer in die Kommentare und welches Themenzimmer euch noch interessiert. Lasst außerdem gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Alles Liebe, eure Gretje.